Ja, Leute, willkommen zu diesem kleinen Making-of-Video von meinem letzten Edit, das ich hochgeladen habe. Ein paar Leute wollten es ja sehen und ich habe auch so noch ein paar Fragen zu meinem Edit bekommen, weshalb ich jetzt hier hoch, ich tue schon das erste kaputt machen, deshalb tue ich jetzt hier mal eben dieses Video machen, wo ich so kurz erkläre, was ich gemacht habe, weshalb ich es gemacht habe, wie ich es gemacht habe, so halb, wenn ihr da mal ein genaueres Tutorial zu haben wollt, wenn ich das jetzt zu jedem einzelnen Effekt mache, dann dauert das einfach zu lang, das Video. Darum werde ich das jetzt versuchen, so kurz wie möglich zu halten, kurzen VFX Breakdown, sozusagen, dass ihr seht, was ich gemacht habe, warum und so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen des Videos bekommt, wie viel Arbeit da oder wie wenig Arbeit, je nachdem, eine Frage der Ansicht dahinter steckt. Wenn man sich jetzt nicht so unbedingt mit Schnittprogrammen auskennt, wie zum Beispiel hier jetzt in dem Fall Sony Vegas, könnte das eventuell am Anfang etwas überfordernd aussehen, etwas komplex. Um das jetzt mal ganz kurz zu erklären, falls sich jemand damit überhaupt nicht auskennt, das hier ist sozusagen meine, also hier links sehen wir mehrere Spalten, in denen verschieden entweder eine Videospur oder eine Audiospur liegt. In dem Fall ist hier jetzt meine Hauptvideospur, auf dem ich einmal hier mein Edit habe, beziehungsweise mein Video. Und darunter habe ich meine ganzen Soundeffekte und, nicht Soundeffekte, meine Soundspuren. Ich kann zum Beispiel die auch hier wechseln, dass das hier drüber ist und so weiter und so fort. Genauso ist das hier. Immer das Video, was hier über die Spalte, die über der anderen Spalte ist, ist sozusagen über dem Video und wenn man es natürlich jetzt das hier, warte, was ist das hier? Ah ja, das ist hier dieser Fall, wenn ich das jetzt zum Beispiel die Videospur da drüber ziehen würde, dann wäre der weg, weil das hier einfach das verdeckt. Und warum das hier meine Videospur nicht verdeckt, das werde ich euch gleich zeigen. Fangen wir am besten ganz am Anfang an. Wir zoomen hier ein bisschen rein, lasst euch von den ganzen Markern hier nicht irritieren, das sind hier zum Beispiel direkt am Anfang habe ich immer diese Marke gesetzt, habe ich halt immer diese Marker zum Beat angepasst, so dass ich weiß, dass hier ein Cut hin muss und dann merkt man hier, dass sozusagen ein bisschen reingezoomt wird. Fangen wir hier ganz vorne mal an. Diese grünen Linien bei so Videospuren ist die Geschwindigkeit, die man individuell bei jedem Clip einstellen kann. Wenn das jetzt bei so einer Audiospur hier ist, seht ihr, ist das blau und da ist das dann die Lautstärke. Also fangen wir hier ganz am Anfang an. Wir sehen hier das schwarze Balken von der Mitte nach oben gehen. Ich dachte, das wäre so eine ganz coole Eröffnung. Und dann fadet sozusagen das Weiße aus. Das ist komplett überblendet, das Bild. Wie ihr hier seht, wenn ich nur ein paar Frames darüber gehe, so sieht man natürlich wenig. Das fadet dann sozusagen langsam aus. Wenn wir jetzt mal hier genauer hinter die Kulissen reinschauen, sehen wir, dass ich eine Maske erstellt habe. Das hier ist mein Video. Das bedeutet, ich habe die Kanten sozusagen, warte, ich kann es jetzt ja zeigen, Frame für Frame breitet sich das Fenster aus, sozusagen, dass mein Video hier zu sehen ist. Dann habe ich hier, glaube ich, noch, ja genau, habe ich hier so einen kleinen Zoom-Effekt wieder drin. Zu dem Zoom-Effekt, den ich in-game habe ich noch einen Zoom-Effekt im Nachhinein eingefügt. Das war es eigentlich schon. Also ich habe dann hier noch ein bisschen mit der Geschwindigkeit rumgespielt. Ist jetzt nicht so wichtig. Das macht halt hier, wenn man das nochmal ein bisschen am Ende schneller macht, dann macht das einen schöneren Übergang. Hier habe ich dann einfach ein bisschen reingezoomt. Soweit ich weiß, dann wieder rausgezoomt, müsste das der Fall sein, genau. Dann macht das so einen abgedämpften Look einfach. Ist jetzt nichts Besonderes. Und dann habe ich halt einfach immer einen Cut gesetzt, ein bisschen was vom Video rausgeschnitten zu dem Lied. Also von dem Video ein bisschen was rausgeschnitten und dann die Part zusammengetan hier. Und dann habe ich halt so einen kleinen Sprung hier drin. Das habe ich halt bei jedem einzelnen Teil hier gemacht. Immer einen Marker gesetzt. Ich höre mir das Lied manchmal einfach mehrmals an und dann höre ich so
Dann präge ich mir das sozusagen ein und dann mache ich einfach zack, 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 zack. Also mit M kann ich hier einfach Marker setzen. Und dann weiß ich, wo ich die Cuts setzen muss. Das habe ich bis hier gemacht. Hier kommt dann noch ein anderer Effekt hinzu. Ich muss, da mein PC jetzt nicht ganz so geil ist, die Qualität ein bisschen runterschrauben, damit das hier oben flüssig zu sehen ist. Hier kommt, wie ihr seht, noch so ein leichte Unschärfe hinzu. Weil, das dachte ich mir einfach, weil jetzt hier so ein anderer Beat-Part, oder von dem Song, ein neuer Part kommt, brauche ich was anderes. Habe ich das hier immer verwendet? Ne, das kommt erst danach, stimmt, okay. Hier, also am Anfang ganz simpel, einfach nur rangezoomt. Hier kommt dann dieser Unschärfeffekt noch rein. Wenn ich jetzt hier, ne Moment, das war falsch, hier auf dieses grüne Ding gehe, dann komme ich sozusagen in die Video-Effekte, die Video-Effekte, die ich draufgehauen habe. Ich habe einmal hier eine Unschärfe draufgehauen und einmal eine lineare Unschärfe. Wie ihr seht, diese lineare Unschärfe sorgt einfach nur dafür, dass dieses Bild ein bisschen mehr nach links und rechts verwickelt ist, unschärft ist, und dann noch die normale Unschärfe, um das ein bisschen, keine Ahnung, smoother einfach zu machen. So, und dann hört man hier im Lied. Das hört sich. Hier, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt wisst, was ich meine. Hier, dieses. Das hört sich wie so ein kleiner Videofehler an. Und da dachte ich mir, wäre ganz cool, wenn sich da das Bild auch nochmal kurz verzerrt. Wie ihr seht, da auch nochmal die lineare Unschärfe. Und ja. Das war's dann von dem Part. Dann kommt jetzt hier ein bisschen mehr noch dazu. Was hier. Also, es ist so. Nichts ist so, wie es scheint. Ja, es soll nur so scheinen, aber in Wahrheit ist es ein bisschen anders. Und zwar, ihr müsst auch noch wissen, dass ich dazu noch ein extrem fauler Mensch bin. Also Videos editieren und so weiter macht mir Spaß, aber wenn ich dann Key für Key, Frame für Frame da immer einen neuen Key setzen muss, dann wird das auch irgendwann mal zu viel. Und dauert halt einfach ewig. Es ist halt einfach generell sehr viel Zeit, sehr zeitaufwendig für wenig Resultate eigentlich. Aber es macht Spaß. So, dann kommen wir zum nächsten Teil. Und zwar kommt dann hier wieder zu dieses... Nochmal so ein komisches Soundeffekt hinzu. Natürlich hier wieder die also habe ich wieder eine Unschärfe rangezoomt plus Unschärfe. Der Hintergrund ist unscharf. Dadurch liegt vor allen Dingen nochmal ein Fokus... Huch, falsche Taste. Auf dieses weiße Rad, was sich dreht. Das klingt wie so ein Fokusrad. Keine Ahnung, einfach... Ich fand, das sah ganz cool aus. Wenn ich euch mal kurz zeige, wenn ich das hier jetzt hier raushaue, das ist einfach so ein Overlay, was man da drauf legt. Und dadurch, dass ich den Überblendungsmodus auf Aufhellen gemacht habe, sieht das dann so aus. Wenn ich das hier mal eben auf, Moment, wenn ich das hier auf Quelle Alpha mache, dann sieht das halt so aus und hat einen schwarzen Hintergrund. Das sieht natürlich kacke aus. Darum habe ich die ganze Kacke hier auf Aufhellen gemacht, dann ist das Schwarze weg. Und man sieht nur noch dieses weiße Rad, was sich da irgendwie dreht. Hier habe ich in Photoshop so einen Kamerarahmen irgendwie noch gemacht. Ich fand das irgendwie ganz cool so. Ist halt einfach immer so ein eigener Geschmack, eigene Ideen, ein bisschen Kreativität, um eine Abwechslung reinzubekommen. Um einfach irgendwas zu zeigen. Ich hatte Bock drauf, da habe ich es gemacht. Hier wieder so ein Beat-Ding. Einfach wieder rangezoomt mit ein bisschen Unschärfe. Falls jemand nicht weiß, wie das Lied heißt, es war auch in der Beschreibung drin. Hier, wenn ihr das einfach mal bei Google eingibt, kommt es. Es ist ein Remix. Von daher kann ich das auch frei auf YouTube verwenden. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier. So, jetzt geht es ein bisschen schneller. Und zwar kommen jetzt viele Cuts hintereinander. Hier unten in der Timeline kann man ein bisschen nach links und rechts gehen. Und mit dem Mausrad kann man rein und rauszoomen. Zoom mal wieder hier ein bisschen rein, so. Hier kommt ein etwas größerer Cut, plus diese Unschärfe, diese lineare Unschärfe, nur ein bisschen diagonaler. Dann, jetzt kommt etwas, wo ich ein bisschen getrickst habe. Und zwar ist es nur ein extrem kurzer,
Ich weiß nicht, wie viele Sekunden sind das hier? Eins bis zwei Sekunden ist das nur. Aber es hat sau viel Arbeit gebraucht und ich habe noch dabei ein bisschen gefudelt. Aber das fällt halt nicht auf, dass es nur so, wenn ihr euch das mal anschaut, nur ein paar Sekunden sind. Wenn wir jetzt hier nochmal, also erstmal habe ich mit einer schnellen Geschwindigkeit einfaden lassen und dann ein bisschen langsamer. Wie ihr seht, habe ich hier mit einer Geschwindigkeit von 38% gehandelt und dann, damit es nochmal schneller rausgeht, zack, mit einem geilen Übergang. Zum nächsten Video dann hier nochmal eine Geschwindigkeit von 200%. Wenn wir jetzt hier nochmal in die Effekte reingehen, dann müsste eigentlich genau nochmal hier zum Dings müsste hier sein. Ich habe hier nochmal das Video dupliziert und einfach den Part nochmal genau drüber gelegt. Und über diesen Part habe ich jetzt hier, wenn wir da nochmal reingehen, genau, doch, alles gut. So. Ich habe auf dem Part hier eine lineare Unschärfe draufgelegt. Wie ihr seht, dann wird hier der Hintergrund schwarz. Und warum das so ist, das zeige ich euch jetzt. Weil ich habe hier diese Videospur dupliziert. Das bedeutet, ich habe hier im Prinzip, wenn ich das hier ausmachen würde, nur meine Figur, die ich professionell ausgeschnitten habe. Wie ihr da seht. So, zack. Ich habe hier einfach eine Maske erstellt und dann wie ihr seht, hier die Maske Frame für Frame irgendwie da bewegt und neu angepasst. Man sieht natürlich, dass sie nicht immer perfekt ist. Und da habe ich irgendwie jetzt was ausgewählt. So, da bin ich jetzt wieder. Jetzt muss die ganze Kacke hier nochmal neu laden. Lade. So. Also, aber wie ihr seht, wenn wir da Frame für Frame mal lang gehen, die Figur ist nicht perfekt ausgeschnitten, aber dadurch, dass es halt nur so eine kurze Videosequenz ist, merkt man das halt nicht. Und macht halt einen geilen Effekt so. Dabei habe ich noch den Hintergrund von einer starken linearen Unschärfe zu einer etwas leichteren linearen Unschärfe ausfaden lassen. Und hier diesen Soundeffekt runtergelegt, der hier ist, genau. Wenn ich hier mal. Der hört sich normalerweise ein bisschen anders an. Genau genommen hört er sich so an. Ich habe ihn dann in Sony Vegas einfach ein bisschen langsamer gemacht. Hört sich dann so an. Dabei muss man bei Eigenschaften darauf achten, dass auf Stretch fixiert ist. Dann den Haken reinmachen und dann mit Alt. Neben der Steuerung kann man hier die Geschwindigkeit ein bisschen noch anpassen. Und dann hört sich das so an. Er macht halt so einen Touch aus bei den Kamerafahrten. Ist das immer so nice mit so einem kleinen Rauschen. Zack. Hier, wer sich fragt, was ist das hier? Warte mal. Vorschau halbe, dann sieht man es wenigstens halbwegs. Ein Lens Flare in CSGO. Gibt es eigentlich nicht wirklich, oder? Deshalb habe ich hier einen Effekt drüber gelegt. Und zwar nennt sich der hier Linseneffekt. Da habe ich einfach sozusagen für jeden Frame. Ne, hier. Wie ihr hier auch seht, diese einzelnen Punkte hier sind immer so Keyframes, so nennen die sich, und bestimmen eine andere Position, wo sich der Lensflare sozusagen aufhält. Ich habe den dann hier einmal rüber bewegt. Dadurch, dass hier jetzt diese Hand ist, habe ich die Intensität hier eben auf 0 gedreht, sodass man den gar nicht mehr sieht. Zack, hier ist die Hand. Hier müsste es dann wieder sein und dann sieht man es wieder. Jedoch, da das auch nur so eine extrem kurze Sequenz ist, sieht man das im Video eigentlich auch nicht, dass sich der Lensflare sich kurz verabschiedet. So, jetzt wird es gleich lauter. Darum tue ich das mal ein bisschen leiser drehen. So, dann hier mit einer hohen Geschwindigkeit wird es langsamer. Und dann kommt hier der Übergang zu der First-Person-Sicht. Dabei geht es auch von der schnellen Geschwindigkeit langsamer, dann von normal nochmal etwas langsamer und dann nochmal wieder etwas schneller zu der normalen Geschwindigkeit. Dabei muss man beachten, dass das Lied, was ich so verwendet habe, eigentlich sich original gar nicht so anhört, da ich
ein bisschen gefudelt habe, ein paar Parts rausgeschnitten habe, ein paar Parts wieder reingeschnitten habe, blablabla. Ich habe ein bisschen halt rumgemixt. Wie ihr hier seht, ist hier ein Cut mit einer kleinen Einfädelung, also einem leichten Übergang. Merkt man eigentlich nicht wirklich und dann geht es hier sozusagen los. Das ist halt wichtig, wenn man ein Lied editiert, dass es sich so gut wie möglich, oder dass man es eigentlich so gut wie gar nicht merkt. Dann hat man es echt gut gemacht. Ist schwer, aber bei manchen Parts ist es möglich, bei manchen Parts nicht so richtig. Ja. Ach ja, übrigens, CSGO sieht ja eigentlich so nicht aus. Damit ich nicht für jeden einzelnen Schnipsel hier ein neues Color Overlay machen muss, oder eine Color Correction, habe ich das auf die ganze Spur hier gelegt. Und zwar kann man das hier machen. Wie ihr seht, habe ich hier einiges. Und zwar, wo zeige ich das denn mal am besten? Hier, glaube ich, ist am besten. Wenn ich jetzt mal die ganzen Farbkorrekturen rausmache, sieht das so aus. So sieht das eigentlich in CSGO wirklich aus. Wenn man jetzt so den Vergleich sieht, sieht das extrem grau und kontrastlos aus. Aber wenn man mal in-game ist, dann ist das wirklich so. Wenn ich jetzt mal hier wieder alles reinhaue. Wenn dieses Sharpen ist einfach nur, dass irgendwie ein bisschen schärfer aussieht. Da habe ich hier von einem, also nicht viel. Wenn man das nämlich übertreibt, dann sieht das so aus. Und das sieht natürlich ein bisschen kacke aus. So, darum. Hallo? Verarsch mich nicht. So, egal, ich brauche das Video eh nicht mehr. Dann hier einmal Sharpen reingemacht, damit es ein bisschen schärfer ist. Dann hier die Farbkorrektur rein. Habe ich ein bisschen, glaube ich, die Rottöne hier ein bisschen hochgehauen. Mit der Sättigung alles ein bisschen reingespielt. Mit der Kombination dann auch von den Farbkurven sieht das dann plötzlich so aus. Und sieht auf jeden Fall meines Erachtens besser aus als dieses graue Zeug da. Wenn ihr mal ein Tutorial haben wollt, wie ihr das in-game habt, also wenn ihr CSGO spielt und das so live spielt und ihr mal sehen, oder es genauso, oder nicht genauso, aber so ähnlich haben wollt, oder euer CSGO einfach mal ein bisschen kontrastreicher sein soll und ihr ein Tutorial davon haben wollt, schreibt es mal in die Kommentare, da gibt es auch einen Trick, wie ihr das machen könnt. Dann wird euer CSGO einfach ein bisschen kontrastreicher und nicht so kontrastlos und so grau. Auf jeden Fall, so, dann geht's hier los. Überlatscht da lang, weil es ein ultra langer Weg ist, habe ich hier einen Cut reingehauen. Natürlich wieder hier zum Lied angepasst, das hört man halt ein bisschen, wenn man ein bisschen musikalisches Verständnis hat. Dabei habe ich hier, wenn man hier am Ende nochmal schaut, das hier sind auch wieder Keyframes. Hier, das ist immer das Bild, was sich bewegt. Wenn man da schaut, habe ich da auch ein bisschen reingezoomt, damit es macht halt einfach einen geileren Übergang, als wenn ich, warte mal, ich kann ja hier eben das mal löschen. Und von hier, das hier auch mal löschen, als wenn hier einfach nur der Cut ist. Geht natürlich auch, kann man machen, habe ich auch ein paar Stellen, glaube ich, so gemacht. Ist aber ein bisschen smoother, wenn man das noch so ein bisschen reinzoomt und dann wieder rauszoomt. Zack, zack, jetzt müsste es eigentlich wieder gehen, genau. Ich habe jetzt STRG Z gedrückt, damit die zwei Sachen wieder rückgängig gemacht wurden. Also mit so ein bisschen reinzoomen finde ich das ein bisschen nicer. Hier diese Pfeile ist wieder dieselbe Geschichte wie mit diesem Ring, weißen Ring da am Anfang. Ist eigentlich hier nur so ein Bild, was sich halt sozusagen wieder Frame für Frame, glaube ich, bewegt habe, oder? Ja, ich glaube, ich habe da noch eine 3D-Scheiße irgendwas damit da gemacht. Hätte man eigentlich weglassen können. Wie man sieht, ist es auch nicht perfekt geworden. Ich hatte einfach Bock, da drin zu lassen. Hätte man eigentlich auch so gut wie weglassen können. Also ist eigentlich komplett eine unnötige Spielerei, die ich da gemacht habe. Aber hey, ne, kann man machen. Macht das Video jetzt nicht besser. Eher im Gegenteil, eher ein bisschen schlechter. Ein bisschen. Naja, weil es halt nicht perfekt ist. Wenn man das perfekt tracken kann, das kann man halt mit Sony Vegas nicht. Da braucht man After Effects oder was Professionelleres. Ich glaube, mit Cinema 4D oder so geht das auch. Dann kann man das direkt an dem Punkt da fixieren und dann sieht das ein bisschen besser aus. Dann sieht das so aus, als ob das wirklich an der Wand da fest wäre. Ich habe das jetzt halt so ein bisschen getrackt. Geht natürlich auch so hier wieder mit der Geschwindigkeit hochgemacht und reingezoomt, wie ihr seht. Dann ein bisschen weiter. Hier mit wieder diesem Wusch-Effekt da. Hier. Mal ein bisschen anhört, Moment.
Ne, also ist ja ein bisschen anders. Sehe ich, wie lange ich hier schon aufnehme? Ach du Scheiße, ist schon 21 Minuten lang. Mal gucken, ob das sich überhaupt jemand komplett anschaut. Also wenn es jemand interessiert, dann schaut er sich das bestimmt an. Ich habe das extrem leise gemacht, damit das nicht so im Vordergrund ist. Da muss man halt immer vorsichtig sein, sonst wird, wenn man einen Effekt die ganze Zeit verwendet, dann wird er irgendwann penetrant und nervig. Hier habe ich halt, wenn wir hier mal reinschauen, zack, Verzerren drauf gemacht, sodass es halt ein bisschen nach innen reingezogen ist sozusagen und dann am Ende wieder normal und dann zack, der Übergang. Ich glaube, hier unten, ich habe noch reingezoomt, ab hier sieht man es, zack, ins Video reingezoomt und dann ist man hier schon im nächsten Clip. Was wichtig ist, ihr müsst ein bisschen mit, also wenn ihr es selbst machen wollt, was ich gemerkt habe, wenn ihr ein bisschen mit der Geschwindigkeit rumspielt, zum Lied noch passend, dann sieht das auf jeden Fall geiler aus, wenn man hier so schneller rumgeht, dann ein bisschen langsamer wieder. Dann sieht das auf jeden Fall nice aus. Gibt es ein bisschen mehr Flow rein. Wie ihr seht, hier auch nochmal der Wusch-Effekt, der ein bisschen leiser gemacht wurde. Und hier seht ihr extrem, wie ich mit der Geschwindigkeit rumgespielt habe. Langsam, schnell, langsam, schnell. Hier irgendwie, dieses Lied hört mal genau hin. Das hört sich irgendwie so an, als ob sich irgendwas aufladen würde oder so, irgend so ein Scheiß. Da ich hier eine Szene brauchte und ich wusste, ich hatte nichts anderes, was ich noch hier reinpacken kann, habe ich hier halt eingeblendet, was ein bisschen untergeht, dieses 1 versus 4 und noch dieses hier in der Luft, in dieser Decke da, diesen komischen Leuchteffekt da. Auch wieder komplett unnötig eigentlich, also nicht, ist nicht unbedingt unnötig, ist halt Geschmackssache, ne? Wenn man hier mal reingeht, wieder eine Maske erstellt, und dann immer bewegt, hier so einmal rüber und dann immer schneller, so dass es halt diesen Effekt da macht. Und man ein bisschen was zu sehen hat, während der hier nur steht. Wenn man hier nämlich nichts stehen hat, dann wird es extrem langweilig, wenn man hier nur ein. Da sieht man es nochmal, wie es ohne das eigentlich aussieht. Ah ja, hier habe ich noch auf den Texten kleinen Glow drauf gemacht, glaube ich hier. Ja, hier ein Glow drauf gemacht, damit sich das ein bisschen mit dem Hintergrund anpasst. Damit es halt einfach ein bisschen natürlicher aussieht, ne? Und dann hier noch mit den Kontrasthelligkeiten ein bisschen rumgespielt, damit sich das mit dem Hintergrund zum einen wird. Und ein bisschen natürlich aussieht, wenn man da so eine fette weiße Schrift hat, dann natürlich noch ein bisschen 3D getrickt. Also was heißt 3D getrickt? Ja schon, also in Photoshop dann, dass das ein bisschen schräger ist. Und das ist nicht ganz gerade, wenn man es sieht. Ist jetzt natürlich ein bisschen klein. Irgendwie auf YouTube sieht das bestimmt ein bisschen komisch aus. Aber das ist eigentlich das, was ich zu dem gemacht habe. Achso, damit das überhaupt so hell wird und nicht ganz normal ist, weil normalerweise ist das jetzt so. Dadurch, dass ich die Kacke hier aber auch hinzufügen gemacht habe, addieren sich sozusagen die ganzen Farben. Und man bekommt hier diesen Effekt. So, was ich jetzt gemacht habe, kommt jetzt dieser Kameraschwenk da. Damit das ein bisschen flüssiger aussieht, habe ich hier reingezoomt, da ungefähr, wo die Kamera jetzt anfängt, dann noch mit einem kleinen Übergang. Einfach reingezoomt, zack. Dann mit einer hohen Geschwindigkeit, also mit einer etwas höheren Geschwindigkeit angefangen, zack, dann wieder langsamer. So, dann kommt hier der Effekt. Das war eine Qual. Man braucht halt ein bisschen Kreativität und Ideen, was man so machen kann. Und ich fand es irgendwie cool, wenn der Fokus jetzt sozusagen auf dem Vent liegt, wo die Gegner jetzt da sozusagen rauskommen und hier den Vent aufschießen. Wie ihr seht, habe ich hier das leicht ausfaden lassen, den Hintergrund. Und sozusagen den Vent hervorgerufen mit so einem Scheineffekt, wie ich das gemacht habe, ist eigentlich relativ simpel. Warte, wo bist du? Hier. Wenn ich hier mal reingehe, seht ihr schon, dass ich hier eine Maske erstellt habe. Zack.
Ich habe halt sozusagen den Vent hier ausgeschnitten, immer diese Punkte gesetzt und dann hier, wie ihr seht, diese Punkte um den Vent gesetzt, sodass man nur den Vent sieht und den Hintergrund schlechter. Dann Frame für Frame gemacht, hier auch darauf geachtet, dass dass diese Vent-Teile da halbwegs zu sehen sind. Hier habe ich es dann einfach abgeschnitten, weil, wie gesagt, es ist nicht so, wie es scheint, ja, weil es ist nur so ein kurzer, nur so eine kurze Zeitspanne, da sieht man das nicht, da bemerkt man das nicht. Und dann halt diesen Scheineffekt, den kann ich euch auch eben zeigen. Zack, hier einmal die Farbkurve, also wenn ich das nochmal rausmache. Normalerweise sehe das nämlich so aus, mit der normalen Color Correction. Dadurch, dass ich aber hier diesen etwas leuchtenden Effekt haben wollte, habe ich einmal mir überlegt, das muss heller sein zum ersten und zweitens wollte ich noch irgendwie eine Farbe hervorrufen, dann habe ich hier Blau einmal gewählt. Hier natürlich, was heißt natürlich auch wieder ein paar Keyframes gesetzt, sodass das von schwach zu mehr stärker wird. Wenn ich jetzt hier auch noch die Farbkorrektur reinmache, damit es einfach ein bisschen heller wird. Und dann die Lichtstrahlen, die halt diesen Strahleneffekt hier verursachen. Und dann kommt halt dieser Part in diesem Lied. Moment, ich spiele es euch ab. Ich brauche euch gar nicht zu sagen, wie lang ich mir, oder wie oft ich mir diese, wie oft, ja, wie oft ich mir dieses Lied hier angehört, diese Strophe hier angehört habe, beziehungsweise diesen Part, um zu verstehen, was sie sagt. Bis hier habe ich es verstanden. Are those hipsters, ja? Aber dann? I wanna. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das die bedeutet, bis ich da auf die Idee kam, dass das die bedeuten könnte, habe ich mir das erstmal ein paar Mal anhören müssen. Aber, naja, keine Ahnung, ich denke mal, es fällt sowieso nicht auf, weil es auch relativ schnell ist, wie immer wieder. Und dann hier einzelnen, warte, hier oben müssten die ganzen Teile sein, ja, die ganzen Texte einfahren lassen, einfach animiert und dann rein da. Dann hier wieder reingezoomt oder den ganzen Quatsch rausgezoomt. Ich habe, so clever wie ich bin, alles zusammen in eine Datei nochmal gemacht, sodass hier, man merkt es nicht, also alles ist an der richtigen Position und dann hier ist das alles sozusagen dieselbe Datei und dann muss ich hier nur einmal animieren, dass es sozusagen so reinzoomt und dann sieht man hier diesen fließenden Übergang und dann kommt hier der Part zu denen, wo der endlich mal ein Kill fällt, ja. Natürlich, was wichtig ist, was ich besonders wichtig finde bei Edits, ist, dass das Video zur Musik passt, ja, oder ja, generell, dass das Video zur Musik passt, dass das Video zur Musik passt. Vor allen Dingen bei Frags finde ich das extrem wichtig. Hier beim Drop des Liedes kommen die zwei Schüsse, pass auf. Don't stop, don't stop. Passt perfekt einfach. Er sagt halt zwei Wörter und ich habe zwei Schüsse perfekt. Auf jeden Fall nice gemacht, Kevin. Du wusstest genau, was für ein Lied ich schon verwenden werde. Aber was, nein, ich muss schon etwas länger suchen, um das Lied zu finden. Aber es passt. Liedsuche ist einer der schwierigsten Sachen bei Edits, by the way. Weil es halt einfach schwer ist, da was Passendes zu finden. Aber pass auf und go, go. Don't stop. Und dann hat man hier einmal diesen blauen Scheineffekt und dann rot. Warum blau und rot? Blau und rot sind Komplementärfarben oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich kenne mich da jetzt nicht ganz so gut aus. Sieht aber immer geil aus. Blau und rot zusammen sind halt einfach nice. Und dann einmal oben links, zack, oben links, unten rechts. Wie ich das gemacht habe, ich habe den Part vom Video hier einmal nochmal kopiert, hier auf die Videoebene gelegt, wo die Farben oder das Video einfach hinzugefügt wird und addiert. Wenn ich hier mal, Moment, in die Medieneffekte reingehe, hupsala, in die Video, da, Videoeffekt, wieder eine Maske erstellt einfach und dann noch die Farbkorrektur drauf, alles ins Blaue gezogen. Ich kann natürlich hier auch, theoretisch könnt ihr auch sowas machen oder hier einfach mit den Farben ein bisschen rumgespielt.
Hier oben sind die niedrigen Farben, die mittleren Farben und die hohen Farben. Hochtöne, Tieftöne und so weiter und so fort, mittlere Töne. Hier kann ich alles Mögliche draus machen, ja. Ja, dann unten Sättigung, wie stark das hier gemacht sein soll, ne? Und so weiter und so fort. Kann man da rumspielen, wie man das will. Und sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus, vor allen Dingen, weil es im Moment so sieht es natürlich kacke aus, aber wenn man es sich im Video anschaut, das sind hier nur ein paar Sekunden oder Millisekunden, wo das aufgezeigt wird, dann sieht das halt nice aus. Hier unten ist genau dasselbe. Hier mit diesem Ding hier kann man die Deckkraft machen, sozusagen, dass es hier ausgefadet wird, das Video, also die Deckkraft runtergedreht wird, dann wird das halt langsam unsichtbar. Und hier nochmal das Rote, genau dasselbe. So, und dann kommt hier halt diese Kamerafahrt. Hier wurde ich auch gefragt, wie ich das gemacht habe mit diesen weißen Effekten, ob das ein Glow-Effekt ist oder sonst was. Prinzipiell ist es. Moment, wir gehen hier in die Video-Effekte rein. Schon ein Glow-Effekt, weil ohne den Glow-Effekt sieht das hier. Sehen die. Ich wollte halt wieder Fokus auf den Moment legen, ja. Das habe ich hier mit dem Effekt von Glitzern gemacht. Einfach Rinder. Dann noch ein bisschen rumgespielt, sodass sozusagen, dass das hier passt und nicht überall diese Sterne sind. Ich wollte das aber noch heller haben, weil, wenn man sich so angeschaut hat, war das nicht dominant für mich genug. Ich wollte da mehr Fokus drauf legen, darum habe ich noch einen Glow draufgelegt, dann war das einfach noch heller. Und zack, wieder hier schnell einfaden lassen von der Deckkraft, also hier 0% Deckkraft, hier, das ist diese blaue Linie. Und dann im nächsten Frame sind das hier 100% Deckkraft und dann geht die Deckkraft wieder immer weiter runter. Ich kann noch mal, Moment, hier in die hier reingehen. Dann sieht man, dass ich dafür die extra die Vents ausgeschnitten habe. Ich kann hier ein bisschen reinzoomen, damit diese Sterne sozusagen nur hier sind, wenn ich nämlich diese Maske mal löschen würde. So, die Maske löschen würde, dann wären nämlich überall diese Sterne und dann sieht das natürlich komplett übertrieben aus. Geht natürlich auch, kann man machen, weil es halt nur dieses so kurz ist, kann man das machen, aber wenn man sich das hier mal so kurz anschaut, ist das natürlich vollkommen übertrieben. Ich habe natürlich hier die Maske auch wieder angepasst, weil man beachten muss, dass das hier sich ein bewegendes Video ist oder ein bewegender Ausschnitt und die Vents sich sozusagen die Position ändern. Und da habe ich hier das Video sozusagen so animiert, dass das mit da oben passt. Beziehungsweise nicht das Video, so die Maske. So, dann wenn der Kill vorbei ist, finde ich es geil, wenn dann so eine kleine Slow-Mo kommt. Einfach so habe ich hier dann halt die Geschwindigkeit runtergedreht, dann sieht man halt, dass die Diegel hier auch so ein bisschen langsamer runtergeht. Ist halt einfach. Ist ein stylischer Effekt, den ich halt einfach nice finde. Ist halt immer so eine Geschmackssache. Darum Edits, entweder gefallen sie einem oder sie gefallen einem nicht. Darum jeder sieht ein Edit anders, weil er halt einen eigenen Geschmack hat und eigene Ideen, was man da hätte machen können. Hier gehen wir mal eben in die Panel Crop Fenster rein. Hier habe ich jetzt die Kamerafahrt. Wenn wir jetzt mal hier in das Pan and Crop Fenster reingehen, so heißt das, dann haben wir hier Folgendes, und zwar ist hier das Video noch ganz normal. Aber wenn wir jetzt mal darauf achten, was ist hier passiert mit dem Fenster, das Fenster wird reingezoomt, sozusagen auf den Gegner, der hier gerade gestorben ist, und zoomt dann nochmal wieder raus langsam, sozusagen, dass der hier wieder reinkommt. Das kommt noch hinzu dazu, dass sich diese Kamera hier alleine dreht. Also ich habe ja hier diesen Smooth gemacht mit dem HLTV-Ding da. Und hier halt nochmal einfach dieses Reingezoome. Es macht halt einfach ein bisschen was aus. Hier ist nicht. So. Ist halt einfach ein stylischer Effekt, kann man machen, kann man auch lassen. Ich fand es halt so nice. So, dann
dreht sich halt die Kamera hier ein paar Mal um den herum. Was man mal hier, das könnt ihr mal noch hier links unten im Auge halten. Hier, das ist sozusagen das Fenster, was ich habe. Ich kann natürlich hier auch rauszoomen, dann wird das Bild kleiner, reinzoomen und so weiter und so fort. So funktioniert das. Und dann habe ich halt hier dieses Bild noch ein bisschen gedreht, damit das, wenn im Prinzip sieht das nämlich normalerweise so aus. So, ungefähr. Aber immer Standard, so sieht's aus. Und das habe ich halt dann draus gemacht. Wenn wir hier weiter schauen, das Fenster dreht sich weiter. Dabei sollte man darauf achten, dass hier der Spieler, der Protagonist, sage ich mal, weiter im Bild bleibt und man aufpassen muss, dass hier die Kanten nicht in Schwarz gehen, sonst ne, sieht man hier schwarze Ränder im Bild. Die hier unten und oben sind übrigens beabsichtigt, zeige ich euch gleich, wie ich die gemacht habe. Und dann dreht sich hier das halt weiter. Wie ihr seht, hier die Kamera dreht sich, wieder reinzoomen, rauszoomen und dann geht's hier zum vorletzten Kill. Also hier habe ich dann nochmal die Richtung geändert, zack, reingezoomt so ein bisschen und diese schräge Lage reingebaut. Wenn wir jetzt nochmal hier in die VFX-Abteilung reingehen, sehen wir hier folgendes, dass ich eine lineare Unschärfe reingehauen habe. Ohne diese lineare Unschärfe sehe ich nämlich folgendermaßen aus. Ich wollte das ein bisschen leicht smoothen Übergang, weshalb ich diese leichte Unschärfe noch reingebaut habe, die sich dann während der Drehung, weil es halt so eine schnelle Drehung ist und wenn ihr Video aufnimmt mal im Real Life und die Kamera schnell dreht, dann seht ihr auch, dass das extrem verwackelt ist. Ja, also nicht verwackelt, sondern so unscharf hier, so eine lineare Unschärfe macht. Und deshalb habe ich hier diese Unschärfe reingebaut, zack, mit einem weichen Übergang dann hier drüber. Und dann kommt hier der erste Frag. Ich habe jeden einzelnen Schuss, ich habe die komplette Soundspur von dem Video gelöscht. Normalerweise wäre die hier drunter, habe ich aber gelöscht und dann jeden Schuss nochmal hier selbst reingemacht. Also wenn ich hier zum Beispiel jetzt mal, ich kann zum Beispiel das mal rausmachen. So, dann kann ich auch meinetwegen jetzt mal hier eben die Spur noch reinmachen. Hört sich irgendwie komisch an, wenn ich nur die Soundspur habe. Und ja, habe ich halt hier jeden Schuss nochmal einzeln mit dem Ton gemacht. Kann man sich im Internet runterladen, so ein Soundpack für CSGO. Leider gab es da kein Spray, das bedeutet, ich musste jeden einzelnen Schuss hier nochmal selbst reinhauen. Und ich glaube, das hört sich einigermaßen original an. Und zack, dann werden hier die letzten zwei Kills gemacht. Und dann scrollen wir hoch. Zack. Geschwindigkeit wird hochgebaut wieder, um halt den Flow zu bekommen. Also hier erst wieder direkt nachdem der Kill gemacht wurde, etwas die Geschwindigkeit rausgenommen, so dass er die Degel langsam hoch, so hoch flippt, ne? Und dann hat er die in der Hand, ja? Upsala. Hat er die hier in der Hand? Dann ist normale Geschwindigkeit. Dann nochmal hier verlangsamt sozusagen, dass der zweite Spin nochmal verlangsamt wird und halt geil, ist eine kleine Spielerei, ja. Spin nochmal verlangsamt wird sozusagen und geil aussieht. Und dann schnell hier raus. Hat folgenden Hintergrund. Ich habe das hier extrem hochgehauen, auf doppelte Geschwindigkeit, glaube ich, weil ich dann hier diese Kamerafahrt habe, die hier den Typen filmt noch. Und einfach hier schnelle Geschwindigkeit und schnell reingezoomt, sodass das halt so wie eine Kamerafahrt halt fast aussieht. Und dann hier einfach das Bild, hupsala, das Bild einfach ausgefadet. Habe ich hier eigentlich jetzt noch irgendwas vergessen? Ach ja, das habe ich komplett vergessen. Hier, das hatten wir schon mit dem roten. Irgendwas ist unter meiner Tastatur. Was soll denn das hier? Hä? So, irgendwas ist unter meiner Tastatur gewesen. So, hier, diese Kamerafahrt von dem Toten ist einfach wieder immer dasselbe Prinzip, was ich eigentlich gemacht habe. Hier das Video verdoppelt. Mit einer Maske ausgeschnitten. Wie ihr seht. Aber die Maske ausgeschnitten, sodass nur der Teil hier ist. Und dann einfach mit einem
mit so einem weißen Brush habe ich das im Photoshop gemacht. Habe ich halt hier noch so einen Shine-Effekt reingehauen, der dann langsam ausfällt, zack. Hätte man auch anders machen können, indem man das hier einfach dupliziert und so weiter und so fort und wieder ausschneidet, bla bla bla. Gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das macht. Das ist das Schöne am Editieren, es gibt mehrere Möglichkeiten, welche die effizienteste ist. Ist immer so eine Frage, persönliche Eigenschaften spielen eine große Rolle. Hier fand ich auch nochmal cool, warte mal. Auf dieses Don't habe ich nochmal so eine Betonung gesetzt, und zwar hier mit dem Wind, der so leicht, wenn man es merkt, so rangezoomt kommt. Sieht, finde ich, ganz nice aus. Dabei hier wieder die Geschwindigkeit verlangsamt. Sieht halt aber geiler aus, als wenn man das in einer Geschwindigkeit durchlaufen lässt. Hier dann der Track. Hier ist ja normalerweise die Betonung nur auf dem Benz, das habe ich jetzt hier vorhin gelöscht. Zur Demonstration. Kommen wir wieder hier nach hier hinten, wir sind ja jetzt sozusagen fertig mit dem Edit. Wenn wir jetzt mal hier runtergehen und uns die Musik genauer anschauen. Hier, das, und falls euch das interessiert, das sind ja auch die Geschüsse. Die habe ich einerseits Bass verstärkt. Ein paar Soundeffekte halt draufgelegt, damit sich das ein bisschen geiler anhört. So hört sich eigentlich keine Diegel an, aber es macht halt einfach was, ein bisschen Style, Milo, ihr wisst Bescheid, sieht halt, hört sich einfach ein bisschen geiler an. So, Diegel ist powerful, darum ein bisschen, ne, Bass reingelegt. Ach ja, und bei der M4 habe ich die Höhen ein bisschen verstärkt. Wo ist die M4? Hier. Das ist eigentlich auch kein normaler M4-Sound. Ich habe hier bisschen rumgespielt mit ein paar Soundeffekten, falls euch interessiert. Hier könnt ihr euch die Soundsettings eben mal anschauen. Und falls ihr es auch machen wollt, könnt ihr es halt einfach kopieren, die Soundsettings. Hört sich halt einfach ein bisschen höher an. Ich könnte mir theoretisch mal das hier und das hier rausmachen und dann zack. Zack, hallo. So. Also ihr hört schon. Na scheiße. So. So hört sich normalerweise an. Mit den Effekten, aber drauf hört sich's einmal ein bisschen höher an. Also, macht halt einfach ein bisschen was her, finde ich halt, hört sich ein bisschen geiler an. So. So, wir sind jetzt aber endlich mal beim Ende hier, wenn wir jetzt uns das Ende hier vom Lied mal anschauen. Ich habe hier extra, weil der Clip jetzt zu Ende ist, die Musik ausfaden lassen, also ein bisschen leiser gemacht. Hier minus 9,5 Dezibel. Da, das Lied jetzt aber nochmal einen geilen Drop bekommt, ja, dachte ich mir, nein, es kann jetzt noch nicht vorbei sein, sondern don't stop, ne, und auf geht's, nächste Runde. Ich habe überlegt, ob ich da noch mehrere Clips dranhänge und die editiere, aber da hat mir dann die Zeit gefehlt, ich wollte das Video endlich hochladen und nicht wieder ein ganzes Frack-Edit draus machen oder Frack-Movie draus machen. Das war mir dann einfach zu viel Arbeit, hatte ich keine Motivation mehr. Hab schon extrem viel Zeit mit den ganzen Keyframes, die ich für den Vent hier zum Beispiel gebraucht habe und so weiter und so fort. Hat alles gedauert und den Spray und so weiter und so fort. Deshalb wollte ich es fertig bekommen. Don't Stop, hier von leise wieder ein bisschen lauter gemacht. Das hier ist das Don't, was reingezoomt kommt sozusagen. Don't, und dann das kommt rein und dann kommt das noch reingezoomt. Don't Stop, zack. Was ich hier gemacht habe, ist folgendes. Ich habe hier die ganze Zeit einfach so schwarze Balken drin. Das ist einfach ein PNG, was ich habe. Habe ich irgendwann mal gemacht und habe da halt oben und unten schwarze Balken. Welche hier einfach, wenn wir da mal reingehen. Normalerweise ist es so und dann konnte ich dadurch, dass hier, da habe ich auch nochmal diesen Zoom-Effekt da reingebaut, dass es so nach innen gezoomt ist, dieses Deformieren da.
Bemerkt man eigentlich nicht, weil es erstens nur so kurz ist und zweitens hier diese Schrift im Weg ist. Habe ich halt hier auch nochmal die schwarzen Balken ein bisschen hochgezogen. Sorgt halt ein bisschen für ein bisschen Fokus da in der Mitte. Ist eigentlich vollkommen egal, scheißegal. Hätte man auch weglassen können, aber es hat irgendwie, macht halt Spaß, sowas reinzubauen. Ne? Macht halt, die Kleinigkeiten machen es, ne? Und dann können wir nochmal runtergehen, zack, zack. Geschwindigkeit natürlich wieder anpassen. Hier bei diesem Focus Point, sagen, nenne ich einfach mal, habe ich die Geschwindigkeit wieder ein bisschen langsamer gemacht hier. Wo man nah dran ist, dann von vorne den Protagonisten sieht, bisschen langsamer. Und dann wieder schneller. Und hier habe ich nochmal mit einer kleinen Spielerei gearbeitet. Rangezoomt und noch so eine kleine Wölbung reingehauen. Falls es jemand interessiert, wie es heißt, ist es einfach verzerren hier. Zack, reingeböllert und dann passt die Scheiße. So, und dann kommt halt hier wieder mein Wuscheffekt, glaube ich, war es sogar. Ah ne, es ist ein anderer Effekt, der normalerweise sich so ein bisschen anhört. Also hier der Effekt, einfach hier den Schriftzug auch wieder reinzoomen lassen, zack. Rangezoomt, passend zum Lied. Hier ein paar Partikel noch im Hintergrund. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Hallo? Wo sind meine Partikel? Ah, hier, das sind meine Partikel. Ich habe ja gar keine, genau. Ja, einfach Partikel im Hintergrund gehabt. Und den Text drüber. Ich habe noch ein bisschen mit der Geschwindigkeit rumgespielt, bisschen langsamer gemacht. Hier ein bisschen verzerrt einfach. Falls jemand interessiert, wie der Effekt heißt, Welle. Mit den Settings wieder animiert, dass es von leichterem zum stärkeren Verzerren geht. Und dann hat man so einen leichten Übergang hier zum nächsten Ding. Und dann habe ich hier vom starken Verzerren zum leichten Verzerren wieder so eingeblendet. Man macht das halt diesen Effekt hier dabei noch ein bisschen rausgezoomt, wenn man hier mal beachtet. Zack. Von da rausgezoomt. Hier seht ihr auch nochmal, wie ich die ganze Scheiße gemacht habe, beziehungsweise animiert habe mit dem Text, dass er so sich bewegt, passend zum Lied. Und das habe ich halt die ganze Zeit bei jedem Textzug gemacht. Hier wieder mit dem Effekt. Zack. Hier habe ich das hier ausgeblendet, das hier eingeblendet und dabei noch hier das einfach rausgezogen, das so reingezogen, ne? Muss halt irgendwie schon ein bisschen abgestimmt sein. Und dann kommt hier der Kevin, der Hex, Grüße gehen raus. Und dann kam hier die Schnibbelei des Todes, weil das Lied jetzt enden musste, aber es wollte natürlich nicht enden. Ich kann euch ja mal eben zeigen, wie es normalerweise weitergeht. Ups, das kommt auch eigentlich noch weg. Es geht einfach weiter. Da, don't start, don't start, don't start, bla bla bla. Aber hier musste jetzt das Ende hin. Und deshalb habe ich hier. Moment, zack, zack. Zack, keine Ahnung. Wie gesagt, ein paar Sachen eingebaut. Und zwar hier einen anderen Teil eingebaut. Hier dieses. Blablabla. Keine Ahnung, wie man das beschreiben soll, ja. Damit es halt irgendwie passt, ja. Also, braucht ihr hier das Ende. Und, das habe ich auch noch drin gelassen, okay. Das ist halt auch einfach nur eine Spielerei, ja. Das ist einfach nur eine Datei, die man sich irgendwo downloaden kann. Ich weiß nicht mehr, ich habe dieses alles schon Ewigkeiten. Ja, das ist halt einfach das Ende, habe ich hier mit der Lautstärke rumgespielt und so weiter und so fort und mehrere Teile zusammengeschnipselt. Ist eigentlich relativ langweilig. Ist mir spannend, das zu wissen. Hier das ausgefadet, dann mit einer niedrigen Deckkraft hier das dupliziert, sozusagen das eine nach hinten rausgezoomt wird und das andere ein bisschen unscharf rangezoomt wird. Kann man machen, muss man nicht machen, ne? Das ist ein kleiner Effekt, den man halt einbauen kann. So. Hier habe ich noch ein. Das hört man, glaube ich, im Video, im Originalvideo gar nicht.
Ist halt ein bisschen leiser in einem Video, im Originalvideo. Einfach zum Ausfaden. Könnte man weglassen, muss man nicht weglassen. Ne? Das war es auch im Großen und Ganzen schon von dem Video. Was ich oft sehe bei Video, bei Edits, wenn ihr Sony Vegas benutzt und ihr eine Videospur habt, ja, dann macht ihr Rechtsklick auf das Video, Eigenschaften und macht Resampling deaktivieren. Wenn ihr natürlich so geil seid wie ich, ja, schon das ganze Video geschnitten habt, hier 1000 Videoclips habt und vergessen habt, diese Scheiße zu machen und euch und keinen Bock habt, jetzt hier für jedes Ding da Rechtsklick, bla bla bla, geht ihr einfach da, klickt auf das eine, drückt Shift, haltet es gedrückt und markiert alle. Dann könnt ihr auch Rechtsklick machen, Umschalter und dann Resampling deaktivieren und dann habt ihr es für alle deaktiviert. Bis ich das gerafft habe, hätte ich mir einige Arbeit sparen können, aber es wäre natürlich dann zu einfach gewesen, ne? Und ja, das war's eigentlich auch schon von dem Video jetzt. Spielt immer mit der Lautstärke nicht unbedingt, aber man hätte noch viel mehr mit den Soundeffekten machen können. Muss man nicht, kann man machen, ne? Der Sound kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Ein paar Sachen hätte ich noch machen können, habe ich aber gelassen. Was ich meistens mache, ist, dass ich bei Kamerafahrten und so weiter und so fort hier diesen Blackscreen noch drin habe. Wenn es aber dann in die First Person geht, habe ich den draußen. Ist Geschmackssache, muss man nicht machen, kann man machen. Und was mir immer hilft, sind viele hier so Marker, damit ich weiß, was wo ist. Kann man natürlich auch hier zum Beispiel umbenennen, kann man hier bla bla bla. Und dann weiß man, da ist genau das SGS. Hier habe ich dann Endcard und so weiter und so fort. Also weiß ich, dass hier sozusagen das Ende dann... Oh, das ist sogar meine Endcard. Wer sagt's denn? So, kommt dann halt noch das Video. Oder das ist, weiß ich dann, dass hier das Ende ist. So, wow, ich habe jetzt fast eine Stunde lang aufgenommen und hier irgendeine Scheiße zu dem Edit erklärt. Ich bezweifle, dass sich das irgendjemand bis ganz zum Ende angehört hat. Wenn ja, dann schreibt's mal bitte in die Kommentare. Das wird mich echt mal interessieren. Wird mich wirklich echt mal interessieren. Ob das sich überhaupt jemand so lange gönnt. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, ne, dann schreibt sie in die Kommentare, dann mache ich vielleicht noch einen zweiten Part und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie es läuft. Hier kommt meine Endcard, haut's da rein. Na was. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Fragen, wie gesagt, in die Kommentare. Und ja. Das soll es gewesen sein. Wenn ihr nochmal ein Tutorial zu irgendwas genaueren, zu irgendeinem Effekt haben wollt oder wenn ihr mal sehen wollt, wie genau man hier, was weiß ich, hier das mit dem Ranzoom macht, von wegen irgendwelche Objekte ranzoomen, verdoppeln und so weiter und so fort und den ganzen Verblendungsmöglichkeiten hier oder animieren von irgendwelchen Texten, dann, wenn ihr es mal wissen wollt, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich dazu auch noch ein Tutorial. Gibt es natürlich schon Tausende auf YouTube und wenn euch das interessiert, könnt ihr auch woanders gucken. Das soll es jetzt aber auch endlich mal gewesen sein. Das Video ist lang genug. Dann danke ich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Mach's gut. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Mittag, Vormittag oder was auch immer gerade für eine Uhrzeit bei euch vorherrscht. Habt noch einen schönen Tag. Ciao.